So, really. Da sind wir. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe es kurz angedeutet. Ich war nämlich fleißig und habe eine Base gebaut. Wunderschön, ne? Wunderschönes Gebäude. Ein Traum von einem Gebäude. Mein Spaß. Das ist keine Base. Das ist eine Kammer. In der machen wir dann was Feines. Und da habe ich Ancient Cobblestone gemacht. Und zwar eine ganze Menge. 7 mal 7 mal 7 mal 3 macht irgendwas um die 1000, knapp 1200, ne, 1100, schlag mich tot. Irgendwas, auf jeden Fall viel. Auf jeden Fall sehr viel. Wenn wir das alles abgebaut haben, haben wir wieder ganz schön viel Geoden. Und ja, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Habe auch ein paar Geoden schon geöffnet und wir haben hier schon mal 65 Eisen. Ein bisschen Redstone und so weiter, alles mögliche, Gold, alles da, alles mal ein bisschen schön sortiert. Dann habe ich hier eine kleine automatische Farm gemacht, die müssen wir aber noch ein bisschen modifizieren, weil die besteht aus zwei Sachen: einmal den Nourisher, der aktuell leider keine Energie bekommt, weil der Kristall leer ist, deswegen müssen wir ein Ladesystem noch bauen, und den Gravity Block. Und der Gravity Block, der ist ziemlich stark. Der zieht alles im 12-Block-Umkreis an. Wir könnten ihn auch abbauen und durch 4 teilen. Würde funktionieren, möchte ich aber nicht. Deswegen müssen wir das Tray dran patchen. Und das Tray können wir blacklisten und whitelisten. Ne? Rechtsklick drauf und dann hast du hier Whitelist. Okay, du darfst. Nein, du darfst nicht. Ja, und alles, was jetzt quasi in der Whitelist wäre, zieht an, weil wenn wir das nicht machen, haben wir nämlich das Problem, dass auch das Sugarcane angesaugt werden würde und das macht das Einsammeln ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir jetzt mal eine Whitelist. Ich möchte nämlich keine Blacklist machen, weil sonst muss ich nämlich alles, was ich hier in der Nähe aufbaue, entweder sehr weit von dem wegbauen, weil ich dann alles blacklisten müsste. Ja, auch wenn ich hier in der Umgebung mal kurz irgendwas aufbaue und sage, yo, hier zum Beispiel, den bauen wir jetzt ab, würde er angesaugt werden. Nicht geil. Ja, deswegen, oh, das ist eine Kartoffel, eine Karotte, Melone, das, das und das. Das sind nämlich die Sachen, die wir aus den Normie Seeds kriegen. Die Normie Seeds habe ich deswegen genommen, weil wir dann keine unnötigen Seeds mehr bekommen aus den ganzen Weed Seeds und dem ganzen Zeug. So, und jetzt müsste theoretisch, wenn ich jetzt Sugarcane abschlage, das Sugarcane nicht mehr angesaugt werden. Das war Sinn und Zweck des Ganzen. Genauso wie die Kristalle hier. Wenn ich die jetzt abschlage, sollten sie nicht mehr angesaugt werden. Das heißt, die kann ich jetzt in Ruhe ernten. Das ist auch etwas, was ich gemacht habe. Ich habe hier ein, wie heißen sie wieder, Energion Crystal Feld gemacht. 9x9. Wunderbare Sache. Da kriegen wir nämlich ganz viel von diesem Pulver raus, von den Dust. Und diesen Dust, den brauchen wir, um den hier zu betreiben, den Energy und Aero Heater. Und da habe ich ein bisschen was schon da. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel das Primordium wieder aktivieren. Wir können den Atomic Reshaper benutzen, der ist super praktisch. Da können wir aus Primordium und Sand können wir zum Beispiel dort herstellen. Was super praktisch ist, weil an Sand kommen wir super schnell und einfach ran. Das heißt, wir müssen nicht immer über das Weed gehen. So, was habe ich noch gemacht? Und zwar gibt es Möglichkeiten, wie wir Quarz ganz schnell herstellen. Und zwar haben wir hier wundersamerweise ganz viel Quarz. Und wir haben doch mal ziemlich früh einen Cobblestone Burst Seed bekommen. Und da gibt es zufällig auch Burst Seeds von Quarz. Da gibt es auch unterschiedliche andere. Burst Seed. Da haben wir ganz viele. Da hätten wir Stone, da hätten wir Sand, da haben wir Dirt. Also wir haben ganz viele Sachen. Deswegen ist es auch relativ einfach, jetzt zum Beispiel an Dirt ranzukommen. No? Wir können Sand machen und das umcraften. Oder wir machen uns gleich ein Dirt Seed. Nehmen wir 4 Dirt und machen das mit einem Shard of Living World zusammen. Kriegen wir so ein Dirt Seed, aber wir machen jetzt mal so ein Quartz Burst Seed, dass ihr mal seht, was da passiert. Sehen wir gleich, aber es müsste ein grüner gewesen sein. Hier Quarz und ein Shard, genau, der grüne.
kriegen wir ein Quarz-Spreadsheet und das müsst ihr irgendwo reinbauen, wo es safe ist. Also, das ist wie Feuerwerk. Das ist ein Witz. Ein Feuerwerk ist direkt dagegen. So, machen jetzt mal hier den Boost und pam, explodiert das Ding und wir kriegen ganz viel raus. Ich hatte nichts einstecken mehr. Ich habe 59 Quarz bekommen, einfach nur aus diesem Seed. Das ist mega. Wir können jetzt Quarz quasi wirklich mehr als verdoppeln, verzehnfachen innerhalb von Sekunden. Machen wir zwei, drei Burst Seeds, bauen die auf, bam, bum, bang. Und ich war auch fleißig, wie man sieht. Ich habe hier mal Obsidian ausgelegt, eine größere Fläche. Mit dem Hintergedanken, dass Cobblestone dann nicht umgecraftet werden kann, ein Endshell Cobblestone. Und habe die Base mal gespiegelt. Ich habe sie quasi vergrößert ums Doppelte. Habe hier ein ganzes Feld nur mit Mysterious Bush gemacht. Ich habe nur versucht, hier auch eine automatische Farm aufzubauen. Gestaltet sich aber schwierig, weil ich dafür mindestens auf jeden Fall noch so einen Gravity Block brauche und den müssen wir erst craften. Weil wir haben so eine tolle Vase mal geschenkt bekommen. Breaking. Unter Breaking ist die Gridways. Das ist eine spezielle Vase. Die können wir mit Mysterious Fertilizer bepowern. Also anwerfen. Wie auch immer. Und dann können die in den Reichweite bis zu 5 Blöcke weit Sachen direkt abbauen. Und dann wachsen da so Äste raus, wie die peitschende Weide aus Harry Potter, kannst du es dir vorstellen. Und die baut dann automatisch, sobald auf ihrer Höhe irgendwas passiert, direkt ab. Das heißt, wir können zwar nicht das Wachstum verändern, weil das sind hier drei oder vier Stufen, was das hier durchmacht. Wir können da keinen Filter setzen, leider. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dass wenn hier sowas abgebaut wird, dass da auch ein bisschen von diesem Mysterious Dust rauskommt. Eins. Und, das ist super praktisch, das könnten wir dann quasi auch hier reinleiten. Das habe ich jetzt mal händisch rein, das ist 124, weil den Mysterious Dust, den brauchen wir auch immer wieder mal. Aber das könnte dann die Vase für uns machen. Weil dieser Bereich ist der Chunk geforce-loaded. Und dadurch würde das ständig wachsen und wir würden einfach ständig diesen Dust bekommen. War deutlich weniger, aber trotzdem konstant käme was rein. Unser Ziel ist heute das Kapitel 3. Geht's jetzt los mit den Dark Gem. Wir brauchen ein Dark Ore auf jeden Fall, so wie es ausschaut. Und ein Dark Ore kriegen wir Atomic Reshaper, indem wir Clean Stone mit Primordium durch das Ding jagen. So, die sind am Machen. Dann gucken wir mal, was wir in der Zwischenzeit noch machen können. Oder irgendwas vorbereiten können. Wir brauchen Kamenite kriegen wir mit Mysterious Dust, Clay, Sand und Bone Meal. Dann machen wir mal das erste. Kriegen wir schon mal zwei. Zwei ist nicht die Welt, deswegen warten wir noch auf den Rest. Und jetzt haben wir 12. Gut, die zählt dann noch nicht, weil wir die vorherige Quest noch nicht abgeschlossen haben. Dafür brauchen wir dieses Dark Gem. Und dafür hauen wir uns jetzt den ersten Stone. Primordium. Und Primordium haben wir noch ein bisschen was. Da hauen wir mal das rein und dann kriegen wir diese Ores raus. Und aus diesen Ores kriegen wir dann verschiedene andere Sachen und wir müssen das mit der Hand immer rausziehen, das ist natürlich blöd. Diesen linearen Extractor, das klingt gut. Den werden wir jetzt dann quasi dahin patschen. Dann nimmt der nämlich auf, das ist gut. Dann geht es nämlich rein und dann macht der das automatisch. Und da haben wir schon die ersten vier Dark Ore. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen Dark Gem. Wie viel brauchen wir? Einer gibt 9. Oder? Ne, einer gibt 2. Und wie viel brauchen wir von denen? Einen? Einer ist ja gleich gemacht. Dann machen wir den einen mal. Gehen wir hier an den Grinder, schmeißen das rein und dann arbeitet er für uns. So, die ersten zwei Dark Gems sind durch. Handbook of Prodigies haben auch was Neues entdeckt. Nether Chest kriegen wir. Nice.
On the Origin of Darkness. Ein neues Buch. Zack, und dann können wir noch 4 oben drauf und dann haben wir 16 Stück. Und diese 16 brauchen wir dann für was auch immer. Immer ein bisschen Erfahrung. Dankeschön. Ein Amber Activator. Amber Activator brauchen wir Eisen und Kupfer und Furnace. Zack. 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 Amber Activator bekommen. Was auch immer der macht. Er steht hier. So, wir bekommen ein Amber Dial. Ancient Codex. Und eine Tinker Lance. Ach, hier geht's nach unten. Das ist schlecht. Das wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich nach oben. Ich dachte, hier ist eine Verbindung. Habe ich nicht richtig gesehen. Tut mir leid. Jetzt müssen wir nach unten gehen. Large Dirigible Plum. Da brauchen wir Dirigible Plum. Und das kriegen wir wie? So, die kriegen wir hier. Und die kriegen wir wie? Ah, indem wir Sugar, Pumpkin Seeds und Color Seeds zusammen craften. Eins. Also. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und, Moment, ich bin sofort da. Ein Zucker. Zack. Oh, der schmeißt die automatisch raus. Das ist praktisch. Braucht wie viel von denen? Brauchen da Large, das heißt, ich brauche 9. So, Large Dirigible Seed oder was auch immer das ist. Plum, Entschuldigung, Plum. Dafür gibt es Salted Raw Pork. Nice. Dafür brauchen wir jetzt ein Amber Receptor. Einen Emitter. Und einen Tinkerhammer. Und danach gibt es noch einen Melter. Einen Melter, den können wir auch noch mit reinnehmen. Der ist relativ günstig gemacht. Camonite Brick. Camonite Brick machen wir, indem wir das Camonite reinschmeißen. Gut, dann machen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen Camonite. Und dann gehen wir gleich mal mit. Und dann gibt es noch eine Zentrifuge. Die ist relativ günstig. Dafür brauchen wir Mechanic Core. Da brauchen wir Camonite Plate. Ah ja, gut. Du siehst, wir brauchen mehr Camonite. Das heißt, wir machen uns auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und dann gehen wir gleich noch eine Stampe weiter. Das ist eine Stamp Base. Und da brauchen wir... Da brauchen wir Camonite Bricks. Eieieiei. Die machen wir mit das. Und das machen wir mit dem. Und das machen wir mit dem. Okay. Dann brauchen wir den Stamper. Ja, ist relativ günstig. Da brauchen wir auch nochmal Camonite. Also ich glaube, wir machen uns mal so einen Stack, würde ich sagen. Und eine Bar Stamp. Eine Bar Stamp machen wir auch mit Camonite. 4 Stück. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Camonite. Aber das ist kein Problem. So, dann können wir mal abarbeiten. Amber Reactor. Brauchen wir Iron, Iron und Camonite Plate. Eine Camonite Plate brauchen wir jetzt. Eine. Zwei. Drei. 4, 4 und dann noch mal, okay, also machen wir das, 1, 2, 3, 4, machen wir 5, 6, so, gut, dann brauchen wir das da, das können wir uns auch gleich craften, und dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen und ein bisschen Kupfer und ein paar Sticks, oder das sind spezielle Sachen. Dark Sticks, normale Stick Skins auch. Gut. So, da haben wir das. Und dann machen wir das mal, den Receptor. Habe ich doch. Raw Camonite Plate. Und die müssen wir auch nochmal brennen. Ach, die muss 40 Ticks brennen. So, jetzt haben wir es. Gut, muss länger brennen. Kein Problem. Dann haben wir die Amber Duster.
Dann haben wir das da. Sehr schön. Dann den Tinkers Hammer. Kann man auch machen. Und dann wird schon langsam eng. Da brauchen wir nicht noch ein Furnace. Praktischerweise habe ich ein Cobblestone dabei. Und dann haben wir schon mal das. So. Sehr schön. Den Melter habe ich doch auch schon. Hallo? Okay, brauche ich dafür irgendwas anderes? Eine andere Quest vielleicht? Ja. Deswegen geht das nicht. Ich brauche diese Questline. Das heißt, ich muss trotzdem in diese Richtung gehen. Weil ich muss Richtung Blood Infuser gehen. Das ergibt Sinn. Dann crafte ich jetzt aber trotzdem noch schnell durch. Und zwar, die Melter habe ich, die Mixer Sentry Fudge, die Stamp Base und so weiter. Die Raw habe ich ja schon gemacht, ne? Die Raw Bar Stamp und den Melter kann ich rausnehmen. Das kann ich rausnehmen, das kann ich rausnehmen, das, das und das da. Dann machen wir nämlich noch die Sachen fertig. Dafür brauchen wir Machine Core, dafür brauchen wir einen Origin Compass und ein bisschen Eisen. Das heißt, ich brauche nur noch ein bisschen Redstone. Redstone habe ich ja da hinten. Einer müsste reichen. Kompass braucht nicht mehr normalerweise. Ach, die Camnet habe ich rausgelegt, mein Fehler. Und das sollte ich vielleicht auch bei mir behalten. So, dann haben wir das fertig. Dann machen wir das fertig. Dann machen wir die Stamp Base. Ich brauche Chemnite Bricks. Dafür müssen wir Chemnite Blend anzünden. Und zwar für 40 Ticks. Das sollte reichen. Nummer 2. Dann habe ich keinen Eimer mehr. Das ist natürlich blöd. Aber jetzt haben wir die Stamp Base auch fertig. Und den Stamper. Da brauchen wir einen Iron Block. Ne, da brauchen wir einen Ancient Iron Block und da müssen wir einen Block of Iron in Hourglass of Congregation machen. Und dann machen wir das letzte fertig und dann machen wir die Questreihe Richtung Blood Infuser rüber. So, wir brauchen auf jeden Fall eine 3D-Brille. Das ist schon mal cool. Wie machen wir die denn? Mit Wolle, Eisen und Obscured Glass. Und Obscured Glass machen wir mit Glas und Dark Gems. Dafür brauchen wir also die Dark Gems. Aber ja, es waren 4. So, Quest completed. 3D Glasses. Dann kriegen wir Pixel Glasses. Press Key V to toggle on Upgrade Able. Ah, jetzt habe ich dann den View of V. Dann. Was ist das? Pixel. Toggle Glasses Shader da. Dann machen wir Steuerung V. Dann. Ah. Au. Au. Okay, das ist. Das ist. Wow. Meine armen Augen. So, dann gehen wir mal weiter. Wir brauchen diese Invisible Seeds. Die sind gleich gemacht. Immer gleich das Mary Jane Seed machen. Nee, nicht ganz, aber können wir schon mal rausmachen. Wir brauchen auf jeden Fall Invisible Twine. Harvest von Invisible Seeds. Okay. Und ein Dark Ore. Die Brille habe ich auf. Die setzen wir uns jetzt hier drüben hin. Das ist so meine Rauchig-Pflanzecke. Also. Setzen wir die einfach mal an. Müssen wir die händisch oder platzen die ab? So wie bei denen. Finden wir raus. Holy Ground. Komm, 2 und oder 3 und können dann wieder einen ansetzen. Das ist okay. I'm Midnight Fist. Not eaten yet. What does it taste like? Ja. Was ist das? Wir kriegen Speed 2. Ui, das macht Spaß. So, Mary Jane sieht, da brauchen wir Blaze Powder. Blaze Powder müssten wir noch machen können.
zwei Stück. 1, 2, 3, 4. Und 2, 3, 4. Dann haben wir einen Mary Jane Seed und dann machen wir uns natürlich noch einen. Vielleicht gibt es da auch irgendwie so ein Burst Seed oder sowas. Das finde ich schlecht. So, Mary Jane Seed. Use Blaze Powder as Fertilizer. Ah. Schauen wir mal, ob wir das auch ohne Fertilizer zum Wachsen kriegen. Mary Jane Weed. Blaze Plants. These prefer the hellish environment of the Nether and not much to say about their look. Other than they can emit a small amount of light. Once fully grown, these crops will only be successfully harvested when the harvester is on fire. Ich brenne. Ich brenne für meine Arbeit. Cinderleaf. Kriegt Blaze Powder aufs Haus. Obsidian Skull. Da brauchen wir Obsidian Ingot. Obsidian with Iron. Okay, das ist kein Problem. Ein Skull mache ich mit Bone Blöcken. Und eine Lava Lily mache ich mit 4 Cinder Leaf und eine Lily Pad. Ein Lily Pad mache ich mit Mutation Paste und das. Dann machen wir mal daraus Bone Meal. Dann brauchen wir da die Bone Blöcke. 1, 2, 3, 4. Machen wir alles parallel. Gut, die Bone Blöcke haben wir fertig. Dann brauchen wir die Obsidian mit Iron, das heißt 4. Oder Obsidian Skull war hier von denen. 1, 2, 3, 4. 4 Obsidian und 4 Iron Nuggets und 2 Obsidian extra. So, den Skull können wir auf jeden Fall auch gleich machen. Ja, Tisch, dann machen wir den Skull schon mal. 1, 2, 3, 4. Und die Lily Pad war mit Mutation Paste. Und Sugarcane war das. Naja. Zwei. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. So, und dann brauchen wir nur die Mary Jane Seeds. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ja, wir haben 8 Stück. Juhu. So. Wir machen uns mal den Obsidian Skull. Zack. Quest abgeschlossen. Es war jetzt echt eine schwere Geburt. Muss man einfach sagen. Der kommt jetzt mal hier rein. Aber trotzdem, ich mag es ja, wenn es ein bisschen herausfordernd ist. So ist ja nicht. Ne? Das müssen wir auch mal abschließen. Achso, nee, da haben wir ja, da können wir uns was aussuchen. Deswegen haben wir das mal offen gelassen. Da haben wir den Murky Orb, den Blood Crystal von Solus oder Oscillating Gear. Je nachdem, was wir uns davon wünschen, können wir uns aussuchen. Deswegen haben wir gesagt, genau, lassen wir mal offen, weil keine Ahnung, was auf uns zukommt. So, und was kriegen wir hier? A Choice Reward. Das gleiche nochmal. Okay, nice. Würde ich sagen, heben wir uns auch auf. Ne? Also von daher, easy.